Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4, heute am zweiten Weihnachtsfeiertag. So, die Folge wird ein klein wenig kürzer ausfallen, da ich gucken muss, dass ich alles noch auf die Reihe bekomme und aufgenommen kriege. Deswegen heute mal ausnahmsweise nur eine, ja, circa 10 Minuten Folge. Warum fehlt sie bei der Arbeit? Ah. Nicht mit der Toilette unterhalten, arbeiten gehen, Mensch. Ja, jetzt hast du nur noch eine halbe Stunde. Echt, du bist eine Pappnase. Ja, deswegen heute nur eine circa 10-Minuten-Folge. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und Aiden? Wo ist Aiden? Warum kann ich mit ihm nichts machen? Ich kann irgendwie mit Aiden nichts machen. Dabei sollte er eigentlich hier sein. Kontrolle auf Aiden Smith umschalten. Wo ist der denn? Ist der noch, warte mal, ist der vielleicht noch bei Lia? Bei Jordan? Weil er war ja gestern, vielleicht habt ihr es gesehen, in der City Life Challenge ist er ja zu Jordan gekommen, um sie zu besuchen. Mit ein paar anderen Sims gemeinsam. Vielleicht ist er ja da noch. Ja. Er ist noch, in der Wohnung bei Jordan, die jetzt sich gerade irgendwie nicht wirklich aufbaut. Ja, jetzt haben wir hin und her und vor und zurück immer wieder ein Ladescreen. Aber naja, gut. So ist es halt. Motion Gaming Ausrüstung. Ja, ja. Ah. Motion Gaming ist schon eine coole Sache. Motion, das fing ja alles so ein bisschen... Wie hieß das damals noch? Das ist doch ewig alt schon. Dieses, das war iToy, ne? Wo das mit diesem Motion Gaming anfing. Da gab es noch keine Wii, da gab es diese Motion Sticks für die PlayStation noch nicht, da gab es noch keine Kinect, noch kein Kinect für die Xbox und nix. Aber ich finde persönlich, dass für mich persönlich war vom Motion Gaming her, war immer Kinect für mich, das Nonplusultra. Weil einen halt wirklich die Kamera erfasst hat mit dem, was man macht. Man hatte nichts in der Hand, man hatte die Hände frei und man konnte vor allen Dingen auch bei so Spielen... Ich habe ja zum Beispiel, ich habe für mein Leben gern immer Just Dance gespielt. Wir haben jetzt leider nicht mehr so den richtigen Platz, um das zu machen, ohne alles wegzuklopfen. Da konnte man auch nicht veräppeln, wenn man das zum Beispiel gemacht hat bei der Wii oder bei der Playstation. Da konnte man ja, da hat es gereicht, wenn man nur mit den Armen wackelt und mit den Armen macht, was gefordert ist. Die Beine haben nicht interessiert, das hat nicht gezählt. Und deswegen, du hättest nie gedacht, dass du es schaffen würdest, dich mit diesem Journalisten anzufreunden. Was für ein Tag, na cool. Und 150 Follower hat er dazu gewonnen. Und deswegen war bei mir Kinect einfach immer. Xbox mit Kinect war für mich immer, wie gesagt, das Nonplusultra. Warum steht da überhaupt, dass sie arbeiten ist? Sie ist überhaupt nicht arbeiten. Den Bug, den gab's schon mal. Blöd. Erfolgreich Anliegen voran. Wie mache ich das? Na gut, ihre Arbeitsleistung verbessert sich immerhin. Was haben wir hier? Ich kann mir jetzt aber auch nicht anzeigen lassen, wie ich das mache. Komisch. Jetzt wird erstmal hier gezockt. Warum wird denn das Zocken auch vom Merkmal, vom Wohnungsmerkmal heimisch beeinflusst? Wie kann denn das sein? Ja. Aber wisst ihr was? Ich finde, mittlerweile können wir ja eigentlich... Wir haben schon alle negativen Merkmale weg, oder? Nee, Erdbebengebiet haben wir noch, ne? Komm, lass uns das auch mal wegmachen. Schnelles Internet haben wir. Ich hätte aber gerne noch... Was haben wir denn hier? Tolle Akustik. Die Akustik hier ist perfekt. Ein großartiger Ort für Musiker, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die Wundermünzen wären auch nicht schlecht. Komm, wisst ihr was? Wir nehmen mal die Wundermünzen. Oder? Ja, komm, nehmen wir mal die Wundermünzen. Mal gucken, was uns das bringt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich neugierig. So, Aiden bringt den Müll raus. Aber das ist jetzt ärgerlich mit Lia. Irgendwie ist bei mir heute der Tag der Bugs. Als ich die City Life Challenge aufnehmen wollte, steckte Jordan schon hier in diesem Zwischenraum beim Aufzug fest. Das habe ich aber auch in der Sims 4-Gruppe schon häufiger gelesen, dass das das Problem war.
Da kommt Svea vorbei. Zustimmen abzuhängen. Komplimente über Aussehen machen. Bitten einzuziehen. Nee. Das machen wir dann vielleicht besser nicht. Nicht doch. Nicht doch hier drin. Das käme jetzt, glaube ich, nicht so gut. Hallo Jordan. Die Stiefel da hinten durchs Bild. Wo ist denn die Gitarre? Da können wir nicht auf ihr Inventar zugreifen, weil sie ja eigentlich noch auf der Arbeit ist. Das ist doch schon wieder Käse hier. Das ist wirklich ärgerlich. Haben wir gerade noch irgendwas anderes Schönes, was wir hier machen könnten? Gerade nicht so wirklich. Guck mal hier, wir haben mit Jordan haben wir mehr Geld als mit den beiden. Das ist auch Wahnsinn. Ich will eine Sportsendung ansehen und eine Stereoanlage kaufen. Schalte doch einfach den Sportkanal an. Kann er nicht machen? Ach so. Es geht nicht, weil sie schon zocken. Jetzt kann er aber den Sportkanal anschauen. Nee, Sportkanal. Und sie fühlt sich unwohl. Warum? Eifersuchtsanfall. Es ist nicht immer begründet, aber manchmal dringt die Eifersucht einfach an die Oberfläche. In dem Fall ist es ja jetzt nur gerade wirklich nicht begründet. Die beiden sitzen ja nur hier nebeneinander und unterhalten sich. Jetzt will er zocken? Tja, jetzt will er zocken. Dann soll er spielen. Dann spiel doch mal Party Frenzy. Dann können wir hier mal ein bisschen die Bestreben, die Wünsche erfüllen. Aber wo Bestreben? Was hatten Aliate herrlich reich? Genau, da war ja was. Da war ja was. Das braucht aber noch ein bisschen, bis sie damit fertig ist. Das geht nicht so schnell hier. So, genau, Aiden ist am Zocken. So, gut, das hat sich auch erfüllt. Stereoanlage will ich eigentlich gerade nicht kaufen. Wir haben ja einen Whirlpool kaufen. Bitte was? Och je, Lia, guck nicht so traurig. Ihr tut mir ja schon immer leid. Dabei weiß sie nur die Hälfte. Das sollten wir ihr nicht verraten. Was passiert denn, wenn wir mit ihr nach unten gehen? Können wir dann... Nee, bringt uns auch nichts. Wir können ja nicht zu ihr. Weil sie eigentlich auf der Arbeit ist. Das ist doch ärgerlich. Das ist doch so ärgerlich. Habt ihr das Problem auch schon mal gehabt? Warte mal, ich gebe jetzt mal was ein. Reset Sim... Lia Krämer. Nee, dann ist sie trotzdem noch auf der Arbeit. Weil das ist nämlich eine Möglichkeit, mit der man einen Sim schon mal resetten kann. Dass wenn er in der Handlung feststeckt, dass man ihn dann da wieder rausbekommt. Deswegen dachte ich, mir hilft das vielleicht auch bei der Arbeit, aber... Ja, ich würde auch so gucken, wenn ich ständig auf der Arbeit wäre. Eigentlich bin ich das ja sogar. Ei, ei, ei. Svea geht da hinten ab. Svea ist, glaube ich, auch. Die war doch auch irgendwie musikmäßig so. Ne? Irgendwas war da doch. Sag mal, warum ist sie denn so eifersüchtig? Oh, hat dich die Toilette beleidigt, Svea? Nur weil Svea in der Nähe ist? Oder wie, oder was? Ja. Ich würde sagen, ich schicke jetzt einfach Lia schon mal schlafen in der Hoffnung, dass sie dann morgen wieder nicht mehr auf der Arbeit ist. Oder in der nächsten Aufnahme, die wir dann ja übermorgen haben hier aus der Wiki. So, Svea zockt jetzt noch ein bisschen mit. Das ist echt ungünstig. Warte mal. Können die hier kuscheln? Die konnten früher immer kuscheln auf der...
Auf dem Sofa. Aber sind da überall... Sind da mal Fußabdrücke bei? Ich glaube, die Fußabdrücke bedeuten, dass sie dafür aufstehen müssten, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, ihr Lieben, ich würde aber sagen, für heute war's das. Wie gesagt, die Folge heute fällt ein bisschen kürzer aus. Ab morgen sollte es wieder normal weitergehen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und bis morgen. Tschüss.